Hallo und herzlich willkommen zu einer total pünktlichen Folge von Test Drive Unlimited 2. Heute mal ein bisschen später als sonst. Ursprünglich wollte ich die ja gestern schon aufgenommen haben. Naja, und dann ist halt. Habe ich es irgendwie nicht geschafft. Dann wollte ich die Nacht aufnehmen, da hatte ich keinen Bock. Dann wollte ich die vormittags aufnehmen, da habe ich gepennt. Ungefähr so lief das ab. Deswegen jetzt ein wenig später das Ganze. Ach, wir waren ja bei der Scheiße dran. Ich freue mich schon wieder an Kekse hier. Nee, ich hatte die Nacht, ich konnte irgendwie nicht pennen. Da habe ich überlegt, machst du die Zocks jetzt einfach durch? Nimmst du richtig viel auf? Oder... nee, dann habe ich mich dazu entschieden, ein bisschen... Wird der neue Herausforderer diesem Rennereignis auf Zeit standhalten? Die Fresse, sein wahres Talent unter Beweis zu stellen. Nee, dann habe ich mich dazu entschieden, ein bisschen Cobra 11 zu gucken. Komplette Staffel durchgeguckt, bis irgendwann 4 Uhr morgens. Ja, dann habe ich eigentlich gedacht, komm, bleibst du jetzt direkt auf. Ist jetzt eh schon ziemlich früh. Bin dann aber eingepennt. War um 9 Uhr wach tatsächlich. Da habe ich gedacht, boah, jetzt stehst du auf. Aber bevor mein Hirn aufstehen konnte, ist mein anderes Hirn... Nee, ist Quatsch. Meine andere Hirnhälfte wieder eingepennt. Naja, und dann war es irgendwann, keine Ahnung, 2 Uhr oder so. Musste noch ein paar Sachen erledigen. Und deswegen habe ich es einfach nicht geschafft, hier noch was aufzunehmen. Aber ich habe echt eine komplette Staffel Cobra 11 geguckt, hier die Nacht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht jetzt. Ich muss einiges nachholen. Ich habe einiges nicht mehr geguckt. Aber ich habe alles auf Platte. Alles schön immer aufgenommen aus dem Fernsehen. Habe mir dann am Wochenende jetzt mal ein bisschen die Mühe gemacht, überall die Werbung rauszuschnibbeln. Und dann neu zu rendern. Und dann kann ich mir jetzt alles schön ohne Werbung dabei angucken. In HD versteht sich. Ich glaube Staffel, welche Staffel war ich? 32? Ich glaube 32 oder 33 war ich. Von, was gibt es jetzt? 36 und jetzt im März, 12. März, glaube ich, sind ja die 37. Alter, fuck! Ich bin ja schon seit gut 15 Jahren, jetzt gucke ich das Zeugs ja schon. Oder noch länger, ich weiß gar nicht. Ich glaube, vor 2000 habe ich damit schon angefangen, das zu gucken. Ist schon was her. Damals als Kind noch immer gedacht, oh, alles realistisch, Autos explodieren immer, wenn Unfälle auf Autobahn passieren, die sehen immer so aus, voll realistisch. Heute denkt man sich, boah, sieht geil aus, ist aber nicht so. Trotzdem hat irgendwie die Sendung für mich einen Charme, auf den ich nicht verzichten möchte. Ich finde die lustig, ich finde die cool. Nein, 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 nein. Da ist nicht immer so viel Liebesgesülze drin. Ein bisschen ja, aber nicht so übertrieben, finde ich. In vielen Serien, da machen die so Liebesszenen, Liebesgesülze, so einen ganzen Scheiß, den kein Mensch braucht. Und da ist dann wenigstens nochmal hier Action, Spannung und sowas. Nicht so eine Kacke. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dazu gerne gucke. Ich weiß es nicht. Es geht einfach um Autos, das ist das Problem. Und die Schauspieler sind gut. Yeah. Ich dachte, ich erwische den Felsen jetzt. Dem war nicht so. Dem war nicht so. Ui, 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 ui. Nein! Fick dich doch, ey. Das ist doch irgendwo, stoße ich immer gegen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber wir hatten die Nacht ein geiles Wetter, ey. Lecco mio. Ich habe irgendwann rausgeguckt. 5 cm Schnee lagen da tatsächlich hier. Okay, es war aber zu warm, als dass der liegen bleiben würde. Aber es hat geschneit, alter Finne. Das habe ich selten so gesehen. Gut, als ich dann auch wach geworden bin, dann war er auch schon wieder weg. Also von daher. Harmlos. Aber geil, nein! Ernsthaft? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt spawnt er mich wieder vor. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Das ist doch eine Scheiße hier. Aber ich kann euch was sagen. An dieses Rennen erinnere ich mich. Das habe ich damals auf der PlayStation gespielt. Und ich glaube, damals habe ich genauso verzweifelt. Da habe ich es auch nicht hingekriegt. Irgendwann schon, nach... zig versuchen, aber das ist echt so ein Rennen, das ist einfach nur Kacke. Das ist einfach nur Kacke. So, der wievielte Versuch ist das jetzt? Ich weiß nicht. Halt am besten mal die Fresse jetzt. Konzentriere mich irgendwie ein bisschen auf die Straße. Und dann müsste das eigentlich machbar sein. So, komm, Vollgas. Einfach Knüppelgas hier geben, dann ist... Uah! Wow, meine ich. Ui, das war ein bisschen schnell. Man wird auch dann mit der Zeit ein bisschen übermotiviert.
Wenn man so oft verkackt. Normalerweise sagt man ja dann, mach erstmal ein anderes Rennen und dann machst du das später und dann klappt es im ersten Anlauf. Aber nö. Ich muss das ja erstmal gewinnen. Ich brauche die Punkte, wir sind ja noch im Rückstand, ne? Oder sind wir im Rückstand? Doch, wir sind noch im Rückstand, meine ich. Also ich glaube 2 Punkte vor hinter Ryan Wilder oder wie der Typ heißt. Und wenn wir jetzt hier gewinnen, dann müssten wir theoretisch, wenn der Kollege wieder Zweiter wird hier, gleich auf sein. Und dann müssen wir, dann ist das letzte Rennen das Entscheidungsrennen, genau so war das, ne? Dann geht es da um die Wurst. Oder um Käse. Oder um leckeres Steak, ich weiß es noch nicht. Oder um 2 Eier, aber nicht meine. So 4 Sekunden, das sagt nichts. Wenn wir jetzt hier einmal Scheiße bauen, sind 4 Sekunden nichts mehr wert. Ah, das ist schon 6 Sekunden. So, wir machen jetzt jeden Checkpoint 2 Sekunden gut. Das finde ich toll. Wenn das so weitergeht, dann schaffen wir das locker. Naja, jetzt haben wir 1 Sekunde verloren. Von wegen. Hier haben wir vorhin verkackt, ne? Irgendwo hier. Ich glaube, da an dieser Kurve habe ich verkackt. Ne, Quatsch, das war weiter. Die Gerade habe ich nämlich noch gefahren. So, genau, da hinten irgendwo. Komm, das schaffen wir jetzt. Ganz easy. Ganz locker, flockig. Machen wir das Ding jetzt hier. Lochen wir schön ein. Wobei es ja nichts zum Einlochen gibt. Naja, ist ja auch egal. So, diesmal bremse ich auch ein bisschen früher. Bremst schon mal. Sicherheitshalber. Oh, jawoll. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, ne? Bis jetzt. In dieser Strecke. Noch 3 Jackpoints. Okay. Ja, locker. Locker. Ach nee, klar, hier waren wir schon. Wo ich dann hier auch nochmal verkackt habe. Genau. So, jetzt bloß keine Scheiße mehr bauen auf den letzten Metern. Das wäre sehr peinlich. Hier nochmal eine scharfe Kurve. Ich bremse nochmal. Und jetzt Vollgas geradeaus. Dann kommt man mit fast 10 Sekunden Vorsprung durchs Ziel. Ha, kein Problem, wenn man durchkommt. Die Maus ist wieder im Weg. Ne? Komm, weg da. Sehr geil. Genau, wir haben jetzt... Moment, wir haben jetzt... Oh, Ryan Wilder. Okay, wir haben jetzt schon wieder Vorsprung. Dann ist Ryan gerade nicht Zweiter geworden, sondern Dritter. Finde ich toll. Darauf gibt es erstmal einen schönen Champagner-Kaffee. Mmh. Leckes Liech. So, jetzt haben wir noch dieses K.O.-Rennen hier. 16 Kilometer. Ah, Rundkurs. Ich glaube, das sind dann, müssen dann ja, bei 10 Leuten 10 Runden. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Sehen wir jetzt. Der Wettkampf geht weiter mit der nächsten Runde im Ausscheidungswettkampf. Dass man das nicht überspringen kann. Ich drücke jeden Teilnehmer vor dieser Art von Rennereignis fürchten. Drum lasst uns ihnen viel Glück wünschen. Deutschland! Ach nee, das war was anderes. Wir haben kein Autokorso gerade. 7 Runden. Naja, bei 8 Leuten 7. Aber klar, eine Runde weniger als Leute. Weil sonst würde die letzte Runde ja. Alter, Ryan, du alte Socke. Alter, der Touareg, der zieht aber auch. Ist da jemand? Nö, ne? Achso, by the way, wir können ja wieder hier in unserer geliebten Real Perspective fahren. Oh, Junge! Rad an Rad-Duell mit Ryan Wilder. Oh, da habe ich einen Punkt fast verpasst. Aber wir sind Erster. Kannst du nicht fahren oder was, du Penis? Wie viele Jackpoints hatten eine Runde? Ich glaube 7, ne? 7 mal 7 ist 49. Nee, Quatsch. 7 mal 8 ist dann... 7 mal 8 ist 9. 8 oder 9 Jackpoints. Na, das wird ja jetzt ein spannendes Rennen. Wir dürfen jetzt hier 7 mal um den Kurs fahren. Und ich behaupte einfach mal, dass wir ganz locker eher das Ding nach Hause fahren werden auch.
Okay, 8 Checkpoints. Ich spoiler mich praktisch selber. Patrick, du wirst das Rennen gewinnen. Danke. Nee, ist aber klar. Guck mal, wir haben jetzt schon 5 Sekunden Vorsprung mal 7. Nicht, dass wir noch einen überrunden. Das wäre natürlich blamabel. Nicht für uns, aber für die. Wow! Ups. Da war ich ein wenig voreilig. Da habe ich gedacht, kannst du ein bisschen schneller rumheizen. Ist nicht. Okay, Ryan Stewart. Hängen wir wieder am Arsch und verlieren jetzt schon wieder an Zeit. Finde ich gut. Miami ist raus. Och, Miami, die mit der größten Fresse, weißt du, die ist direkt erstmal raus. Finde ich gut. Der nächste wird dann Adam sein. Eva ist leider nicht dabei. Sonst wäre sie die nächste. Sie wäre die nächste. Final Destination. Wie wird Adam sterben? Ein wenig schwarzer Humor, ich weiß. Was wird ihm passieren? Er hat ein Auto. Er wird von einem Auto überfahren. Ja, komisch. Wobei ich die Final Destination-Teile eigentlich geil fand. Richtig geil. Geiler als Saw. Wobei Saw ist ja, ne, ist ja eigentlich nur, ist ja so ein Metzgerei-Simulationsfilm. Eine so eine Metzgerei-Dokumentation ist das ja. Adam ist raus. Gestorben ist er. Im Auto. Autobombe kaputt und so weiter und so fort. Final Destination war geil. Und was war noch geil? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Aber der letzte Teil war scheiße. Also der fünfte. Ja, mit diesem komischen Baseball-Dings-Gedöns da, weiß ich nicht. Der war scheiße. Zack. Runde 3. Ah ne, ja, bis gleich Runde 4. Der nächste ist Chris Wilder. Boah, Chris, du bist aber schlecht. Dein Bruder ist auf dem zweiten Platz. Kommt zwar nicht an mich ran, aber der ist auf dem zweiten Platz. Noch ist er nicht draußen. Noch hat er eine Chance, Chris, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Wow! Ah, hat gezählt. Yeah, Chris ist raus. Sorry, Chris. Der, die das nächste, Tess Wintory. Ja, dann haben wir alle Frauen schon mal raus hier. Es kristallisiert sich halt das bessere Geschlecht langsam raus. Was habe ich nicht gesagt? Nee, das ist Quatsch. War nur Spaß. Ich will ja keinen diskriminieren hier. Auch Frauen können schön Auto fahren. Und schnell Auto fahren. Wie zum Beispiel... Wie zum Beispiel, ja, ne, und so. Susi Wolf, genau. Testfahrerin Formel 1, hallo. Hat noch keine geschafft bisher. Und hat direkt einen Unfall gebaut. Ja, ja, ja. Achso, wir sind noch gar nicht in der nächsten Runde. Scheiße. Hat mich schon gefreut, ey. Also das ist das einzige Problem dann auch an so Rennen. Beziehungsweise an so Spielen, wo es lange Rennen gibt oder relativ lange Rennen und die Gegner einfach kacke sind. Dass die Rennen dann einfach langweilig sind. Also weil hier hast du ja gar keine Spannung mehr drin, sozusagen. Hier fährst du ja eigentlich nur von Start nach Ziel mit dem Wissen eigentlich, dass du ganz, ganz easy hier das Ding nach Hause fährst, ohne jegliche Konkurrenz. Aber wie gesagt, ich meine, auf der Play, sie wäre das damals nicht ganz so einfach gewesen, sondern etwas anspruchsvoller, aber ich weiß es nicht. Also wenn jemand anspruchsvolle Renngames sucht, dann ist er bei Test Drive Unlimited 2 zumindest falsch. Wie das bei 1 ist, weiß ich nicht, habe ich nie gespielt. Der sollte dann doch eher sowas wie zu Forza greifen, wobei man dann wieder eine Xbox benötigt. Wobei heute fast jeder eine Xbox... Ah, wobei ich glaube, die meisten haben dann eher eine Playstation als eine Xbox. Ich weiß nicht warum. Ich finde beides hat seine Nach- und Vorteile. Ich schließe mich diesem ewigen Kampf Xbox versus PlayStation nicht an. Ich habe eh beides von daher. Und beides staubt ein. PS3 ist eh nicht mehr ganz in Ordnung. Da hat er Laufwerkgeräusche. Die Xbox 360, brrr,
da habe ich jetzt auch nichts wirklich. Da spiele ich momentan noch ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, ein bisschen GTA 5 drauf und Assassin's Creed 2, glaube ich. Mehr nicht. Oder schau mal DVDs über die Xbox, das ist ganz, ganz praktisch. Xbox One ist momentan auch eher so meh. Weil Forza Horizon habe ich ja so gut wie durch. Da spiele ich ab und zu mal online noch. Aber ansonsten auch nichts mehr. Ansonsten habe ich für das Ding auch keine Spiele. Außer Rise, Son of Rome, das habe ich auch schon längst durch. Schon lange durch. Und FIFA, das war halt dabei, aber FIFA und ich, nee, das passt einfach nicht zusammen. FIFA spiele ich nicht. Ansonsten habe ich dafür auch keine Spiele. Ja, und dann, was haben wir noch übrig? Ja, das war's. PS4 habe ich nicht, weil es gibt halt kein Spiel für die PS4, wo ich, was es nur für die PS4 gibt, also only PS4-Titel, wo ich sage, geil, brauche ich. Wie bei Xbox One, Forza Horizon oder Forza 5. Boah, will ich haben. Sonst, wenn es das hätte, hätte es das für den PC gegeben, hätte ich mir nie eine Xbox One geholt. Ganz davon abgesehen. Nur wegen Forza. Im Endeffekt. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal, wenn die PS4 günstig ist, wenn es ein super Angebot gibt, vielleicht hole ich mir die dann mal. Aber das muss wirklich dann ein geiles Angebot sein. So, Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft, wir sind durch. Mit viel Gequatsch haben wir das dann auch ganz gut rumgekriegt. Ja, au, 72 Riesen, leck mich fett eh. So, 56 Punkte. Mein Magen sagt, er hat Hunger. Wir gucken, dass wir uns eine Bleibe suchen. Ich trinke mal hier, ich habe den Löffel wieder. Das ist deine Schuld! Was? Du bist wie ein Anfänger gefahren. Hey, hör auf mich zu beleidigen, Idiot! Sieht so aus, als ob die Wilder-Brüder nicht in Feierlaune sind. Aber zurück zum großen Gewinner des Tages. Die Wilder-Brüder kochen vor Wut. Unser neuer Herausforderer hat die Meisterschaft für sich entschieden. Ich bin der King. Ich bin der King. Ich bin der Beste. Und ihr könnt gar nichts. Level 7. Löffel war ich stehen geblieben. Ja, ich habe meinen Löffel in der Tasse vergessen. Dann hört man immer, wenn ich trinke. So, das wollte ich sagen eigentlich. Schön. Hammer, dit auch geschafft. Wir haben jetzt Kohle. Jetzt würde ich einfach mal behaupten, das 144 Riesen, das geht sogar. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir uns hier irgendwo Avatar, hier ist Immobilien. Genau, da, 95.000, da gehen wir mal hin. Und dann kaufen wir uns mal die erste Immobilie. Hallöchen. Real Estate. Sie können sich in den Innenräumen frei bewegen. In jedem Geschäft werden Sie Verkäufer finden, die Ihnen Zugang zu den Menüs gewähren. Ich hätte gerne eine Luxus-Bonzen-Villa direkt am Strand mit allem drum und dran. Alles mit Marmor und Rotem. Was ist wertvoll? Teppich verkleidet? Ich habe keine Ahnung. Okay, hallo Schätzelein. Ich brauche mal ein paar... Nee, Quatsch. Wie geht denn das hier eigentlich? Ich brauche Infos. Kaufen. Ich kann auch austauschen. Okay, scheiße. Hätte ich mal vorher gewusst. Das Ding haben wir, den Wohnwagen. Fontanelles Haus. Ja, das, Fontanelles Haus? Spricht man dazu aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das der Einzige, was wir uns einigermaßen leisten können. Ich meine, das können wir uns auch noch leisten. Aber wir brauchen auch noch ein bisschen Kohle für Autos. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass wir das hier nehmen. Da können wir uns 191 Möbel reinkloppen. Ernsthaft. Möchten die dieses Haus kaufen? Nee, kann ich das erstmal angucken? Ach, virtuelle Tour. Guck mal. Bin mal gespannt. Oi, oi. Lecco mio. Du wolltest Motorräder und jetzt sind sie da. Der Händler bietet 3 Motorräder an. Ja, ich bin überhaupt kein Freund von Motorrädern, aber wir können die gerne mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. Es gibt 2 neue Fahrzeugkategorien für Motorräder, MA1 und MA2. Die 2 neuen Kategorien sind in diesem Paket enthalten. Vielleicht hatte ich das auf der PlayStation auch gar nicht. Weiß ich nicht. Alter, das ist doch mal eine Hütte hier. Boah, was hatte ich gesagt? Villa am Strand? Alter Schwede. Geil. Hier würde ich jetzt gerne in echt sein, ohne Scheiß. Geil. Für 100.000? Ist das... 95.000 ist das eigentlich ein Schnäppchen. Schlafzimmer mit Meeresblick. Natürlich, guck mal. Schön sonntags morgens, stehst hier auf, Sonne scheint dir auf dem Arsch, hast direkt den Strand vor der Tür. Fett. Hier ist wahrscheinlich das Toilettenhäuschen. Naja, gut, komm. Spaß beiseite. Freundchen. Wo kann ich denn jetzt... Die Tür gewährt Ihnen Zugang zur Werkstatt. Nee, ich will jetzt das Ding kaufen, Mann. Ah. Nehme ich. Sie werden es nicht bereuen.
Ja, vielen Dank. Ach so, eine Etage. Okay, ich dachte schon das ganze Haus. Merci, merci, merci. So, unser Haus. Was können wir jetzt hier eigentlich alles machen? Info. Nee, Info ist doof. Ich will da... Spring doch einfach drüber. Media. Was haben wir denn unter Media? Test Drive Media. Wetterkanal, Nachrichtenkanal, DLC-Hilfe. In uninteressant. Info. Mann, wo kann ich denn jetzt hier Möbels kaufen? Vielleicht doch hier? My house? Modifizierte. Okay. Alles klar. Hier, das ist scheiße. Kann ich nie ändern. Huch! Oh yeah! 25 Riesen! Fickt euch. Sorry. Ich couch dich 3,5. Pfiffe. Ich brauche die Kohle für Autos. Alter, habt ihr einen Schatten? Oh, ich kann auch hier. Boah, ich das geil finde. Nee. Kostet das unterschiedlich? Nö. Helles Eichenparkett. Geil. Nee, ich finde das eigentlich geil hier so, wie es ist. Ja, komm, lass mal sein. Ja, das. Wenn ihr das unbedingt wollt, dass wir mal hier eine Hütte später, wenn wir richtig Kohle haben, mal richtig modifizieren, dann müsst ihr mal in die Kommentare hauen. Dann mache ich das gerne. Ansonsten weiß ich nicht. Komm, hier mal raus. Wir sind schon bei 22 Minuten. Ach du Scheiße. Wie schnell die Zeit vergeht. Gut. Was machen wir denn als nächstes dann? Also in der nächsten Folge. Wir könnten theoretisch auch mal zum Friseur und zum Klamottenladen gehen. Einfach so, weil es das gibt. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns... Ja, vielleicht machen wir nochmal hier so eine Mission oder suchen wir hier nochmal nach einem Wrackteil. Ich meine, wir haben ja hier Optionen. Wir haben genug zu tun. Wir haben genug zu tun. Ich würde sagen, bis morgen, und ich hoffe, dass ich bis morgen auch dann die Folge pünktlich rauskriege. Das spricht, dass ich heute noch aufnehme. Versprechen tue ich nichts. Aber auf jeden Fall wird es morgen irgendwann am Laufe des Tages eine Folge geben. Zu 50% um 14 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen, und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Immer schön vorsichtig fahren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.